Replay Games. Warnung, laute Geräusche, Blitzlicht und Jumpscares. Und damit hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video. Ich hatte in meinem Let's Talk bereits angekündigt, dass wir zu Halloween so ein kleines Horror-Special machen wollten. Und wie versprochen hier auch mit Facecam. Wir spielen mal wieder auf dem Smartphone und zwar auf dem Samsung Galaxy J5 Pro. Weitere Infos könnt ihr der Videobeschreibung entnehmen. Das ist übrigens immer sehr, sehr lobenswert, die zu lesen, sage ich mal. Oder besser gesagt, was heißt lobenswert? Sehr empfehlenswert, die zu lesen, da dort viel nötige Informationen drin stehen und die meisten, glaube ich, das heutzutage eher weniger tun. Und hiermit heiße ich euch herzlich willkommen zu Sophie's Curse, einem Horror-Game hier für Android, das ich gerade im Play Store gefunden habe. Ja, die Facecam, das sieht etwas komisch aus, weil das Spiel lässt sich nicht drehen und so gesehen ist die Kamera hier links von mir und da entstehen dann so allerlei merkwürdige Perspektiven, die dann so ein bisschen komisch aussehen. Aber wir müssen jetzt das Beste draus machen. Und ich wurde von einem Nutzer gebeten, diese Gesichtsakrobatik hier aufzunehmen, deswegen müssen wir jetzt mal gucken, wie wir damit hinkommen. Wir starten am besten direkt mal das Abenteuer und ich weiß wirklich nicht, was uns erwartet. Ich habe mir vor ein paar Screenshots angeguckt, die hier auf Google Play zu sehen waren, aber mehr absolut noch gar nicht. Und ich will eigentlich gar nicht. Ich muss auch extrem verkrampft sitzen. Ich hoffe, auch dass mir der Arm währenddessen nicht abfällt. Und die Beleuchtung von der Facecam gefällt mir so noch gar nicht. Aber wir haben es mal wieder mitten in der Nacht. Die beste Atmosphäre für so ein Horrorspiel. Hallo. Es tut mir leid, dass ich nicht auf dich warten konnte. Aber es ist spät. Danke, dass du den Job in so einer kurzen Notiz annimmst. Du hilfst mir wirklich. Opa schläft schon. Ich hoffe, er wacht nicht auf. Bis morgen früh. Aber er ist in Bereitschaft für den Fall, dass du ihn brauchst. Weil dass er dich braucht. Es gibt noch eins, das ich vergessen habe, vorher zu erwähnen. Es gibt keinen Strom im Haus, aber ich habe 4 Generatoren aufgestellt, um den Platz zu beleuchten. Ach du Scheiße. Die Generatoren sind bereits aufgeladen, aber halt dein Auge auf sie. Ich muss die Facecam best mal hier verschieben, weil jetzt ist die auf der Uhrzeit. Machen die vielleicht nach hier drüben? Ja, ich glaube, wir machen die mal nach hier drüben. Das ganze System könnte ein bisschen instabil manchmal sein. Oh Gott. Falls du ein Problem haben solltest, kannst du den Laptop benutzen, den ich dir in der Küche dagelassen habe, um ihn zu reparieren. Danke, wir sehen uns morgen früh. Okay, es ist 19 Uhr abends in dem Spiel. Das ist mit der Facecam natürlich auch extrem blöde. Touch to move, touch to use laptop. Diese Atemgeräusche alleine. Checkpoints 8 Uhr, 10 Uhr, 12 Uhr, 2, 4 und 6. Okay, wir sind in Punkt B. Die Generatoren laufen noch voll. Jetzt müssen jetzt die ganze Zeit hier Generatoren aufladen. Nehme ich mal an. Soll ich von der Aufnahme gekommen, die habe ich auch ungünstig gesetzt. Du Scheiße, warte mal, ich weiß gar nicht, welcher Generator welcher ist. Ich glaube, der stimmt da hin. Einer fällt gleich aus. Ja, ich sag's, das ist etwas blöd hier mit meinem. Mit der Kamera, aber es geht gerade nicht anders. Also diese Atmosphäre ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber. Das ist gerade sehr, sehr beklemmt für dich jetzt schon. Okay, hier waren wir schon. Was sind das für Geräusche? Das ist doch... Wie kommen wir jetzt gleich zum Laptop? Okay, wir sind jetzt bei B. Bei D ist ein Herz, okay. Wir sind bei B und da drüben ist A. Wo ist C? C ist oben, das war klar. Jetzt diese Geräusche auf jeden Fall. Es tut mir leid, wenn mein Finger hier über die Kamera kommt, aber es geht gerade nicht anders. Ist das hier C? A ist gleich da. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Alter.
ein bisschen Werbung zur Ablenkung. Alter. Boah, das Spiel ist definitiv nichts für mich. Können wir hier fortsetzen, oder? Wir müssen nochmal ein neues Spiel starten. Ich will eigentlich gar nicht mehr wirklich. Wir müssen bis morgens durchhalten. Ich finde es auch gerade extrem kompliziert, sich dann zu merken, wo die Generatoren sind. Also A und B sind unten. Und die anderen beiden sind oben. So, hier ist ja alles in Ordnung. Mein Herz ist immer noch im Rasen, echt. Wir müssen wohl die ganze Zeit nur diese Generatoren hier aufladen. Wie lange wir das hier durchhalten, gerade tut sich hier gar nichts. Sorry, wie gesagt, das mit der Facecam ist wirklich ein bisschen doof gemacht. Dass wir das hier nicht drehen können, das wäre natürlich auf der anderen Seite deutlich komfortabler. Aber wir können hier wirklich das Game nicht drehen, sonst hätte ich das schon gemacht, weil das natürlich auch dann eine bessere Optik für euch darstellen würde. A geht diesmal zuerst leer, das heißt, ich gehe mal wieder runter. Das ist auch ein bisschen hier blöd gemacht, dass wir uns hier nicht frei bewegen können. Das ist echt ein bisschen blöd, aber ich will mal ganz kurz nachschauen. A ist der da vorne. Der hier anscheinend. So, jetzt müssen wir schnell nach oben und uns um die anderen beiden kümmern. Und ich vermute, dass hier noch mit der Zeit immer schneller leer gehen. Das ist schon echt, echt hart gemacht. Es sind zwar simple Jumpscares, sag ich mal, trotzdem mein Herz gerade so, ne? Ich weiß nicht, ob zwischendurch irgendwas passiert. Draußen der Donner. Ihr kennt ja alle Madonna, die ist ja gerade vor der Tür. So, was steht hier um mich mit Skip-Tutorial? Ach, das ist erstmal nur das Tutorial, oder was? Oh, ich will gar nicht. Oder meinen die damit nur, dass wir das hier erklärt kriegen, wie wir was machen? Aber wir kriegen ja eigentlich gar nichts erklärt. Ich hoffe wirklich, dass es hier nicht nur das Tutorial ist. Es ist gerade mal gleich 8 Uhr, es kann noch eine lange Nacht werden, auf jeden Fall hier. Noch heftiger wäre das in Echtzeit, ich hoffe ja nicht. Das wäre so wirklich absolut... Das wollte ich gar nicht. Das wäre absoluter Horror. So, gerade passiert gar nichts. Ich begebe mich mal wieder nach oben, da C hier schon wieder ein bisschen am Rumspacken ist. Ich muss sagen, die Idee ist ja so ganz nett. Checkpoint. Und wieder Werbung, ja gut. Hogwarts. Harry Potter, Hogwarts. Das Spiel habe ich jetzt auch schon öfters in Werbung gesehen, das sieht ganz cool aus, also das könnte man sich auch mal anschauen, wenn ihr möchtet. Müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas wollt. Wenn ja, schauen wir uns das ja auch nochmal an auf Android. Im nächsten Let's Mobile. Wir haben jetzt den ersten Checkpoint erreicht. Das heißt, wir können dann hier in Ruhe weitermachen. Okay, jetzt glaube ich auch das Tutorial vorbei, das heißt, wir müssen uns jetzt eigentlich nicht bewegen. Das war jetzt also rein das Tutorial, dass wir hier angezeigt kriegen, wo und wie wir was machen. Das Aufladen jetzt gut, da muss ich einfach gedrückt halten. Also ich muss ja sagen, ist eine ganz nette Idee, ist vielleicht auch ganz nett für zwischendurch. Okay, was ist da hinter der Tür? Das wollte ich nicht. Ich wollte runter. Ja, jetzt ist es schon deutlich komplizierter. Ach du Scheiße. Nee. Wie jetzt? Wir müssen jetzt auch nicht vor dir wegrennen. Gut, ich würde sagen, wir machen das noch einmal ab dem Checkpoint. Also ich finde das Spiel jetzt auch nicht so berauschend, muss ich sagen. Abgesehen davon, dass ich mich jedes Mal erschrecke, aber ich finde es jetzt wirklich nicht so berauschend. Wir haben hier nicht viel Abwechslung. Wir rennen eigentlich die ganze Zeit nur umher und machen Generatoren. Das habe ich mir aufregender vorgestellt. Nächstes Mal lese ich mir vielleicht vor so ein bisschen die Bewertungen und die Beschreibung durch, obwohl die Bewertungen unter über 100.000 Downloads auf jeden Fall sehr positiv waren. Finde ich es ein bisschen eintönig. Ist jetzt, sage ich mal,
so für zwischendurch, für Langeweile, netter Zeitvertreib. Aber so für mich jetzt als richtiges Let's Play, reicht es nicht. Wir versuchen es jetzt noch einmal und dann, wenn es wieder in die Hose geht, dann lassen wir es, glaube ich, auch und dann suche ich mir nochmal was Richtiges für euch aus. Also machen wir auch gleich, sage ich mal, so eine kleine Runde und verwerfen werde ich dieses Let's Play auf jeden Fall nicht. Da wir auch mal was haben, was jetzt, sage ich mal, nicht ganz so prall ankommt, damit ich auch da mal ein Feedback zu abgeben kann, die ihr vielleicht eure Meinung sagen könnt. Also wenn sie kommt, müssen wir wahrscheinlich weglaufen. Das wollte ich jetzt nicht. Ich glaube, es ist Generator B, der hier als erstes versagen wird. Das war A. Das wollte ich nicht wirklich. Manchmal ist das von der Steuerung her schon extrem. Nein, das wollte ich auch nicht. Hier muss man sich wieder umdrehen. Komm, jetzt schmeiß das Ding da an. Mach doch. Warum geht er denn nicht dahin? Lauf doch. Jetzt kriege ich langsam Panik. Lauf, lauf. Dreh dich um. Dreh dich um. Wo haben die Scheiben drücken? Wir haben es gleich wieder geschafft oder auch nicht. Scheiße. Jetzt ladet da ein Generator auf. Hier war es genau. Koppel, koppel, koppel den Wolf los. Dreh, 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 dreh. Los, los. Und nach oben. Ach du Scheiße. Boah, ne, Leute, ehrlich. Ach, Mann. Krass, echt. Das war gerade nochmal heftig. Ich habe damit echt nicht gerechnet, Mann. Oh, mein Herz pocht immer noch heftig. Gut, das war's dann auf jeden Fall mit dem letzten Mobile. Wie gesagt, ich bin jetzt auf Dauer nicht überzeugt im Spiel. Es hat nette Jumpscares, es ist bestimmt doch euch auf jeden Fall Spaß gemacht, hierbei zuzusehen. Aber ich werde nochmal weitere Horrorspiele raus und die wir uns dann angucken, die dann auch deutlich abwechslungsreicher sind und vielleicht ein bisschen mehr bieten als Jumpscares. Ich hätte auch lieber was Actionreicheres, aber ich hoffe, das war so ein kleiner, netter Einstieg, so für zwischendurch für dieses Halloween-Special. Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt noch auf jeden Fall einen Daumen nach oben, hinterlasst mir einen Kommentar. Und auch wenn es euch nicht gefallen hat, würde ich mich neben dem Daumen nach unten natürlich auch über einen Kommentar freuen, voller Kritik, was euch nicht gefallen hat. Und vor allem erwähnt doch bitte auch mal, wie ihr das hier mit der Facecam fandet. So, das ist ja mein allererstes Facecam-Video. Ich weiß, wie gesagt, die Kamera sitzt hier ein bisschen blöd, da man das Handy ja nicht drehen kann, wie ich schon zu Anfang gesagt hatte. Aber ich hoffe, das stört euch nicht sehr. Und die Belichtung ist jetzt auch nicht die beste, da wir hier mit dem Smartphone aufnehmen. Aber ich hoffe mal, dass es reicht, um euch wenigstens ein bisschen zu unterhalten. Und dann bis zum nächsten Mal und auch bis zu meinem nächsten Video in diesem Halloween-Special. Wir werden auf jeden Fall auch noch auf PC so ein paar Sachen anzocken. Dort habe ich leider noch keine Webcam, deswegen müssen wir mal zusehen, wie wir da die Facecam-Videos machen. Ich werde mir auf jeden Fall eine Webcam noch besorgen demnächst und dann kriegen wir in diesem Halloween-Special auf jeden Fall auch noch hochwertigere PC-Spiele hin. Und bis dahin, ja, einfach dranbleiben und nicht zu sehr gruseln. Euer Let's Jay.